Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit Snoop. Hallo! F. Grüß Gott. Und mir, Elo. Wir sind hier im Tundra Express und legen uns gerade mit mutierten Warkit-Proben. Ne, mit mutierten Warkits an. Gucken wir mal, hier ist aber auch noch ein Quest, Leute. Morden ist menschlich, vergeben ist göttlich. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Hörst, dann hast du mich soeben umgelegt, aber hey, schwamm drüber. Das versteckt finden, aber lass mal trotzdem die anderen zu Ende machen. Knarren in meiner Werkstatt deponiert und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen. Ich glaub, der hat mich nicht gemocht. Ma. Kopf in Sand stecken. Los. Ja, da. Hier, ich hab einen. Ich auch. Oh, oh. Na gut, ich hab meine Legs noch. Sitz steht. Ah, fast auf. Seht ihr das? So, noch einer. Ich kapiere das gerade überhaupt nicht, aber die macht es schon. Und erklärt es mir einfach auch nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ist halt so ein Ding drauf machen. Geht schon. Ich halt einmal E drücken gestoßen. Zwischendurch. Ist jetzt nicht so kompliziert. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Bin ja heute auch schon um 6:30 aufgestanden. Ja. Blöde Uni, ne? Was fällt der ein? Wenn das jetzt ein Wettbewerb ist, dann sage ich, ich bin um 5:30 aufgestanden, aber da ist ja keiner. Kannst du mir mal den Buckel runterrutschen? Also wenn es ein Wettbewerb wäre, wer heute am längsten geschlafen hat, dann würde ich auf alle Fälle mit Abstand gewinnen. Selbstverständlich, dafür würde ich aber an allen anderen Tagen mit Abstand gewinnen, außer an Donnerstagen. Oh, tja. Ja. Muss da irgendwo noch so ein Vieh sein. Hallo, Vieh. Hallo. Ich glaube, bei mir. Kistle. Okay, ist mutiert. Schaff's noch drauf. Eine Herausforderung bereits. Ja, ich bin down. Boah, voll wie du durch die Gegend geworbt bist, ey. Oder ich, wie auch immer. Voll gekotzt, ja. Ausgezeichnet! Jetzt komm zurück! Jetzt komm zurück. So, was haben wir denn hier? Finde das versteckt. Ja. Raketenwerfer mit 1200 irgendjemand? So einen habe ich auch, aber der ist nur weiß. 1300, ja. WTF. So, finde das versteckt. Schwarm. Schwarm drüber wäre viel lustiger, aber gucken wir mal, was uns da erwartet.
Der Typ da oben mit seiner Sniper die ganze Zeit, ey. So, ich sag, es ist eine Falle. It's a trap. It's a wrap. It's not a wrap. Verdammt. Pass auf, da kommt jetzt so ein Zwerg raus. Ich mach die nicht auf. Das traut euch. Super Waffen. Ja, das waren die, die ich gerade fallen gelassen habe. Ach so. In der Hoffnung, dass hier wieder was drin ist. Na, siehste. Frierender Psycho auch noch. Rostig. Ey, die zerfetzt aber auch ganz schön, wa? Was schon? Du Arsch. Die NPCs in diesem Spiel sind extrem beleidigend, muss ich sagen. Okay, dann los, auf zum Zug, würde ich sagen. Auf. Irgendwo da hinten. Triff dich mit Tina. Best Quest ever. Was? Ja, also ich fand die mit dem Roboter, die du jetzt nicht machen wolltest, noch ziemlich geil. Weil der dann einem immer sagt, dass er einem jetzt nicht mehr wehtut und dann will er einen immer umbringen. Woher kommen eigentlich diese Titel? Hat das was mit dem Level zu tun, oder? Ich glaub schon. Oder mit den Skills, die man sich verpasst? Weil ich bin in Horten, da kam ein Kampfhund. Ich weiß es auch nicht. Das würde mehr zu Elo passen. Finde ich auch. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Vielleicht aber auch, weil ich so viel Kohle habe. Naja, ich denke mal mit Skillung und... Also vielleicht mit Skillung, aber auf alle Fälle mit Level. Das ist was zu tun. Ja, wo ist sie denn, die Tina? Schock nochmal. Komm doch rein, du verpasst den ganzen Spaß. Wer slackt denn da rum? Ich slack nicht. Ich auch nicht. Ja, irgendwas slackt doch hier. Lohnung. Rund um die Starkus-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Ach, der Bandit. Oh, hi. Jetzt weiß ich, warum es F gefällt. Ich hab keine Slack-Waffe. Die sahen gerade ganz schön geslackt aus, alle. Lol, guck mal hier, Schilder, geil, Prinzessin Fluffy Butt kommt zum Kaffee trinken. Lady Tina. Sir Reginald von Bartlesby. Und Evil Bastard that killed my parents. Der kommt auch zum Essen. Evil Bastard that killed my parents. Der kommt auch zum Essen, na, das ist ja gut zu wissen. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Lady. Ich laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe. Bisschen Alice im Wunderland-Style hier mit dem Hasen und allem.
Und der Tee-Party? Das hier ist Muschis Nackelweiß. Noch mehr Hasen. Und das ist Felicia Sexopants. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabumabums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Willkommen in meinem bescheidenen... Ihre Kabumabums? Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Ich hab nichts für dich. Nee, ich hab nichts. So, jetzt sollen wir die Kawumma-Wumms holen. Sagen, lasst uns das mal tun. Mit auf Granaten nach mir werfen. Ich glaube, das war Mordecai. Auch der hat nicht mit Granaten nach mir zu werfen. Typ mit Schild aus Tür. Oh. Boah. Bendejo. Aber wie gesagt, irgendwer sieht so aus, als würde irgendwas lecken. Also ich hab sie nicht. Ich hab Feuer eigentlich. Vielleicht slackt ein Schild oder so. Nimmer. Bad ist mir auch voraus. Mein Mod tut auch nicht slacken. Hier liegt Iridium, ne, hier liegt Espe. Vielleicht ist dein Vieh mittlerweile F? Mann! Vielleicht Mordecai? Ja, der slackt. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht mehr erklären. Naja, Mordecai slack. Über uns. Krach, bumm, end. Ja, doch, der wird schon sein. Dann sollten wir Mordecai aber irgendwie öfter mitnehmen. Oh. Finde und aktiviere die drei Alarme, die Banditenverstärkung herbeiführen. Yay! Hab gefunden. Ein Goliath hier hinter der Ecke. Ich dachte mir, das ist halt irgendein grünes Rad, drehst du mal, ja. Ja, so ist es halt, ne? Mit so schnell klickern. Durch Hyperaktiven, sag ich mal. Ach, das ist voll unnötig. Goliath ohne Kopf. Schildtyp unten. Ja, an der Treppe ist so ein Schildtyp, ne?
Ding, Ding. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sind ein paar Medikits. Mit. Ja, wie gesagt, hier unten ist noch ein Typenschild. Und noch so ein anderer. Wollen wir da stehen lassen? Ich dachte, den haben wir schon gekillt. Ja, es leckt wieder. Komm. Das Zweite. Ich will wieder hochzukommen. Gefällt dir das? Ich dachte, wir fahren mit dem Zug und laufen nicht auf seinen Schienen. Denk mal später. Ja. Jetzt habe ich gelesen, Blizzard Academy. Uiuiui. Dingens, aber ich sehe es nicht. Danke. Bitte. Ab, ey. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wurst. Nee, wir müssen hier rüber. Oh, Bett ist Schuppen, rasender Schuppen. Ja, aber wir müssen ja trotzdem rüber. Ja, aber das sind doch halt nicht der Umring, ne? Der Schildvieh? Der kann sich doch hinter seinem Schild verstecken. Der hier mit dem ja, aber da schießen wir doch drauf. Oh. Wir schießen doch schon. Ich dachte, du meinst, nein! Mach die Kiste auf. Du Lude. Geht nicht, solange du draufstehst. Boah, das sieht geil aus. Ich weiß nicht, was es macht, aber was meinst du? Toll. Ich guck gerade. Nicht so lange, wie du draufstehst. Ich wusste schon, warum ich draufstehe. Sniper mit 133. Oh, nee, ich will Pistolen. Gute Pistolen. Pistole mit 80. Ja, können wir mal anschauen. Warte, ich leg's hin. Nimm ich noch ein. Schrotflinte mit 4511. Ne, 4514. Und ein Mikromancer Klassenmod liegt auch da.
Oh, jetzt das zweite Alarmschild. Wir müssen F, glaube ich, mal langsam helfen. Echt? Nö. Ne, hast Spaß da unten, ne? Der Zwerg ist frei! Aber jetzt ist er sauer. Oh, ich bin tot. Aber wenn wir uns um die Drops gestritten haben, hat F alles gekillt. Hinter uns ist auch noch was, was auf uns schießt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal runter. Ja, zumal wenn wir uns explodieren. Ah, down, 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 down. So ein braver Junge! Ich hab die Ballerei unterbrochen, um dir zu helfen! Und das ist das zweite. Doink. Doink. Ein Badass kommt da hier hoch. Super Badass Shorten Goliath. Ja, warten wir vor der restlichen Ladung. Da kommen ganz viele Helikopter von oben. Danke. Ich glaube, aus Zeitgründen sollten wir langsam mal gehen. Ja, lass mal gehen. Ich weiß gar nicht, warum wir hier noch so rumhängen. Lass halt einfach das Zeug hier einpacken und später dann tauschen. In welche Richtung heißt denn gehen? Ja, okay. zu der Raute. Na dann los. Yeah.
die Larve hat Iridium gedroppt. Was so alles gibt hier. Bestimmt gefressen. Ich bin bestimmt falsch gelaufen. Komme, Sekunde. Schlafenszeit. Wahre Worte. Nein! Sekündchen noch. Das wird super. Okay. Die 20 Minuten haben wir jetzt natürlich auch knallhart überzogen, aber wir sind bereit, den Zug das nächste Mal zu entführen. Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Okay, sie muss allein sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Hups. Bau eine kleine Bombe. Nein, das ist noch kurz gucken. Dämchen, jag damit was hoch und alle sterben. Matsch, 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 matsch. Ihr seht verflucht gut aus, Ladies. An die Arbeit. Jawohl. Zwillinge. Okay, diesmal ein bisschen verrückt für den 13-Jährigen, aber gut. Tschüss.